Ich habe eben erfahren, es geht um Beate Bahner. Auf ihrer Webseite gibt es eine Veröffentlichung vom 5. Juni, also von gestern. Sie wurde zwangsweise 4 Wochen in der Psychiatrie untergebracht. Das schreibt sie, und zwar in Köln. Ich lese diese Meldung mal hier vor, solange hier referiert wird über diese, was auch immer er hier sagt, das ist auch wichtig, aber das bewegt mich gerade. Der deutsche Staat unternimmt es mit den folgenden 3 Methoden, politisch unliebsame Gegner mundtot zu machen. Erstens, man wird in die rechte Ecke gestellt. Zweitens, man wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Drittens, man wird in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie zwangsuntergebracht. Beate Bahner wurde, so schreibt sie auf ihrer eigenen Webseite, vom Freitag, 24. April 2020 bis einschließlich Freitag, 22.05., also Mai, jetzt schon 2 Wochen her, insgesamt 4 Wochen lang in der Psychiatrie der LVR-Klinik in Köln aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses des Amtsgerichts Köln gegen ihren Willen ihr Freiheit beraubt. Sie erfuhr in der geschlossenen Abteilung mehrfach massive körperliche Gewalt, Knebelung, sogenannte Fixierung und mehrfache Unterbringung in einem Isolationszimmer. Beate Bahner erhielt ferner eine Zwangsisolation. Sie hatte keine Kraft, sich gegen den Unterbringungsbeschluss zu wehren. Ich wiederhole noch einmal, Beate Bahner wurde 4 Wochen lang zwangspsychiatrisiert von Mitte April bis Mitte Mai. Ich zitiere weiter. Anlass für die Unterbringung war ein angeblicher Diebstahl von Speiseeis und Schokobrötchen in einer Tankstelle in der Kölner Innenstadt. Beate Bahner war zu Fuß unterwegs. Das Umstoßen eines Blumenkübels sowie ein angeblicher Verstoß gegen das Rauchverbot. Diese Vorfälle sollen sich in der Nacht des 24. April 2020 ereignet haben. Akteneinsicht zu diesem Verfahren wurden beantragt. Beate Bahner ist seit 23. Mai wieder auf freiem Fuß. Sie ist weiterhin als Anwältin ihrer Kanzlei tätig, um den laufenden Kanzleibetrieb aufrechtzuerhalten. Es wird darum gebeten, von Anrufen abzusehen und es per E-Mail zu versuchen. Beziehungsweise E-Mails werden selbstverständlich beantwortet. Ja, das musste ich jetzt hier entsprechend mitteilen. Das fand ich sehr wichtig. Das wusste ich nicht. Die Mitteilung ist vom 5. Juni.